Mir geht die Sanitätermunition aus. Guter Schlag. Okay, Jack. Oh, eine Jeanshose. Okay, du hast noch keine. Plus zwei Kraft. Auf meine. Dann nehme ich doch lieber die. Mehr Wahrnehmung. Ist okay. Ah, eine untote Krankenschwester. Aber nicht so die feine Englische. Oh, Moment, den kann ich umwerfen. Nur wenn es klappt. Nee. Hat offenbar keinen Bock drauf. Ach, was soll's. Fahr mal ihn jetzt weg. Und weg. Nur zwei Krankenschwestern, wir müssen morgen nochmal hierher. Ja, und entdeckt einfach das mit Herlauge. Das ist jetzt aber auch nicht so, dass man gelbe vom Ei. Na, eine Krankenschwester. Da fehlt dann bloß noch eine. Ist die Anführerin, oder? Versuche erstmal die loszuwerden. Bevor die vielleicht noch irgendwie jemanden bufft. Ach, töten den Schiffsträger. Ah, danke fürs Aufwecken. Nicht so danke fürs Beißen. Den Erstschlag. Hilf du mal, Liz. Du hilfst mal, Jack. Du bist Liz. Du hilfst Jack. So viel Schaden kann die jetzt nicht machen. Ja, wir haben 120 Leben erholt. Versuchen. Lydia. Ich finde es komisch, dass ich das nicht nutzen kann. So, der Major, Grenadier und noch ein Soldat.
denn? Weg mit dir. Gut, dann kann der nämlich erstmal nichts machen. Ach, was soll's. Los, werden wir ihn los. Ah, nicht der Major. Oh. Bleib am Boden. Der Körperpanzer scheint nicht zu wirken. Vielleicht macht er nochmal den Panzer oder irgendwas Dummes auf ihn. Wie geht's uns? Oh, ganz okay. Bossbezwinger. Sneakers. Das Ende ist nicht ein halbes erreicht, denn ich bin wieder vergleich müde, kannst du nicht ganz zurück, ja? Zwei. Siebener Jagd und ja. Das schafft sie alleine. Okay, ich glaube, ich lasse die Schrotflinte nehmen. So schaffst du es auch problemlos alleine. Die Anführerin dabei. Schrotflinte mit Streuschuss ist eigentlich die beste Verteidigung von allen. Das ist schlecht. Hat aber auch nur einen Schuss. Yay! Voller Erfolg, ohne Verluste. Hey, checkt uns aus letzten Erfolg auf, das kann ich dir eine neue Bestellung mit besonderer Belohnung und mehr fest in der Bar. Was willst du jetzt? Kaffee, Kleidung, Sneakers, einfach. Sobald du sie hast, gebe ich dir eine. Ich gebe dir, ja, bla bla, Tipps. Was muss ich denn gerade machen? Ich muss die Sneakers und im Wald nachts, ja. Kann jemand Sneakers herstellen? Du gehst jagen. Du passt auf. Und mehr Geschwindigkeit. Messing. Ist hier was Besseres? Habe ich da was Besseres? Hier hätte ich jetzt Sneakers. Die behalte ich aber erstmal. Stahl ist gut so. Du könntest eigentlich dieser Pistole geskillt. Ne, bleib mal so. Was hast denn du für mich? Kaufen, kaufen.
kaufen. Verkaufen. Ja. Warte. Du? Kriegst mal mehr Munition. Oder ich gebe die Schrotpatronen Stahl. Ne, das mit der Munition passt schon erstmal. Ja, aber eigentlich müsste ich nochmal Highway nachts durch. Okay. Die haben alle. Lasst uns loslegen. Na, guck mal, da ist sie ja schon. Dann hätten wir das schon mal erledigt. Auch der Schlipsträger macht mir keine Angst. Moment. Du kannst dich noch ein bisschen erholen. Gut. Plündern. Und Werkzeuge drin. Attacke. Nicht so schön. Dafür wirst du jetzt drauf gehen. Ah ja, selber bestochen. Liz ist immer noch stärker als du. Wir haben so viel Zeug. Vielleicht haben wir Glück und sie bufft die Krankenschwester. Müsst ihr mehr Schaden machen. Gut, kein Gift dadurch gekriegt. Und Stahl. Plündern. Also wenn es so weitergeht, kann ich mir alles leisten, was ich will. Leicht ist halt wirklich leicht. Wer hätte es erwartet? Eigentlich unwichtig. Aber noch umhauen. Noch mehr Stahl. Ach, haben wir erst den Streuner weg. Mal was können. Und wenn du dich halt wirklich traust, durch diese ganzen Sachen durchzugehen, dann läuft es auch irgendwie besser. Und vieles im Spiel scheint auch Zufall zu sein. Ein 80er Angriff. Wäre gar nicht nötig gewesen. Wie ich mich hier durchwetzel.
Ich würde fast sagen, ich habe zu viel Erfahrung in dem Spiel. Ah, hätte auch ein kritischer werden können. Oh, ein Burger. Oh, das macht einfach den Unterschied, weil ich die Heilfähigkeit im Spiel verwende. Die wackeln, als könnten die sich kaum auf dem Bein halten, was wahrscheinlich auch so ist. Oh, er hat überlebt. Ja, ich kann das mal sinnlos draufschlagen. Da brauche ich keine Taktik. Ich mache lieber die ganzen Quests erstmal, bevor ich mich um andere Sachen kümmere. Und gerade eine Zombie-Bedrohung zu senken ist vielleicht nicht schlecht. Genauso die Punk-Bedrohung zu senken nach Möglichkeit ist nicht schlecht. Guter Schlag. Auch guter Schlag. Oh, das wird ein letzter Angriff. Oh, drei Streuner. Oh, bei dem Kampf lassen wir schon ein bisschen mehr Federn. Aber ich habe ja noch ein bisschen Heilzeug. Von daher, so schnell kriege ich mich nicht klein. Viel besser. Oh Mist. Ah, nur aufgebrachte Streuner. Wow, gute erste Runde. Gute zweite Runde.
Okay, da geht's schon nicht so gut. Ja. Mal gucken, die braucht Sanität und Munition. Ach, bestechen, was wollt ihr? Überreden. Okay. Also gut, dann will ich noch. Das ist ein Ziel für das Gelenkgewinn. Geht mit den Augen. Auch gut. Hätte nicht gedacht, dass es klappt. Ein typischer Schlitzträger. Ah, hör auf zu blocken. Oh, was mit dem weg? So. Dann muss ich gucken, dass ich meine Leute mal wieder heile. Ich habe vergessen, ihre Munition. Ja, habe ich vergessen. Ihr braucht alle drei. Hier. Ja, ein bisschen hast du noch. Ja, typischer Schlipsträger. Ach na, oh nein! Ach, was soll's. Den wollte ich gar nicht. Ist relativ sinnlos, weil da immer wieder neue Passanten dazukommen. Also du hast einen Streuschuss, dann kannst du dann bringt das natürlich was. Aber ansonsten. Oh, du bist tatsächlich umgeschlagen. Und wir gucken mal, dass wir alle so ein bisschen heilen, nach Möglichkeit. Du heilst mal Jack, weil Jack es nötig hat. Und das war's. Ein Softdrink. Na, kann ich alle drei nicht umboxen? Vergessen wir, dass sie das können. Na warte. So, halt check. Du hältst Lydia. Eine schöne Dreiecksbeziehung. Du heißt nochmal Liz. Der muss ich auch verarscht bekommen. Hey, ich will euch umbringen. Weiter mal Jack.
Ja, solange ich die Sanitätermunition habe, kann ich das weiterführen, das Spiel. Heil mal jemand ist. Wow. Oh, der Anführerin. Wir haben erstmal die los. Ich dachte, das ist auch eine Spielleaderin. Wollte ich gegenseitig anziehen? Wäre aber lustig gewesen. Sofern sie nicht abwehrt, sollten wir schnell einen Angriff hinkriegen. Ja. Was passiert denn, wenn... Ich versuch's mal. Liz versuch's mal. Werde zu rennen, um sie abzulenken. Liz rennt wie ein Weltmeister und kann sich dafür sorgen, dass die Gruppe ohne Kampf an der Rufe beikommt. Ah, okay. Polizist. Das ist mir eigentlich echt ein Rätsel, wie die Menschheit das verlieren könnte, aber das habe ich schon oft gesagt, dass das Hauptproblem wahrscheinlich ist, dass die Menschen einfach nur dumm sind und versuchen wegzulaufen. Obwohl manchmal ist ein Kampf einfach besser, als vor Problemen wegzulaufen. Wachsamer Instinkt für Nahkampf? Geht auch. Ah ja, noch ein Bumperskampf. Sind wir jetzt sehr, sehr schnell durchgekommen, muss ich sagen. Drill. Was bringt das? Es scheint gut zu sein. Er wird wahrscheinlich die kritische Trefferchance, oder? Da kommt sie wenigstens nicht nochmal dazu. Das wird nicht helfen. Mal sehen. Oh ne, ist wirklich schlecht. Das hält länger. Ja, das hat sehr viel gebracht. Mach nur weiter so. Ich habe das Gefühl, wir sind noch viel, viel übler drauf als beim letzten Mal. Also viel, viel übler. Oh, eine Mütze. Bleiben wir trotzdem erstmal so. Liz. Nehmen. Tja, wir haben Zombie-Bedrohung gesenkt. Zwei Nahrung gefunden, ein Werkzeug. Plus drei Nahrung im Grunde und plus 11 Material. Gute Arbeit, Check. Die Horden der Untoten sind dezimiert worden. Die Bedrohung soll damit gemindert sein. Und nochmal zwei Werkzeuge extra.
Und Punks Gesicht darauf spezialisiert sind, heimlich in Gebäude einzubrechen. Wir benötigen erfahrene Wachen, um den Schaden zu mindern. Es ist zu empfehlen, mindestens einen Wächter als Experten zu trainieren. Als sie vorkommt, siehst du, wie Trish geschafft vom letzten Tagen übermüdet, die Tresen putzt und Bilder bei Gesellschaft leistet. Als er dich sieht, schaut er dich mit wichtiger Miene an. Hey Jack, wenn du mal wieder in Notstand in Ration kommst, hätte ich eine Idee, wie wir unsere Ration beträchtlich auffüllen können. Dazu gehen wir nachts los und plündern einige Reststätten. Aber bitte nur zu dritt. Und dann mache ich damit. Mehr Informationen hältst du, wenn du mich an der Bar ansprichst. Das ist wieder eine Quest. Eigentlich wollte ich einen Wald nachts machen, aber ich will eigentlich mal versuchen, alle Quests abzuschließen, die wir so kriegen. Das mit dem Sneakers kriege ich schon noch hin. Hat der vielleicht Sneakers im Angebot? Sieht aber nicht so aus. Mein Material läuft so gut wie noch nie. Dann würde ich aber sagen, das war Let's Play Dead Age für heute. Ich sage Ciao mit Lichtlein TV und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Bye, Leute.